Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, bevor das Video wieder startet, eine neue Challenge für euch. Und zwar sind jetzt halt zwei unsympathische Videos rausgekommen, die wir beide noch nicht gesehen haben. Falls ihr es schafft, Freunde, ja, heute noch auf Instagram die 10,5k voll zu machen, dann geht sofort die zweite Reaction online auf das zweite Video. Also bedeutet, wir schauen uns jetzt hier erst einmal News an. Dann haben wir noch eins, was ruhig bleiben heißt. Auf jeden Fall zwei sehr gute Titel wieder von Sascha an dieser Stelle. Und sobald jetzt wir die 10,5k knacken sollten auf Instagram, kommt ruhig bleiben online. Die letzten Challenges habt ihr alle easy gemeistert. Innerhalb von einer Stunde habt ihr das voll gemacht. Deswegen, Freunde, mal sehen, ob ihr das jetzt auch schafft. Danke für euren dicken Support in den letzten Tagen auf Instagram und auch auf YouTube. Es ist für mich echt eine Ehre irgendwie, Alter. Deswegen, Freunde, ansonsten kommt das Video morgen oder übermorgen online, müsst ihr sehen. Ansonsten gibt es es heute als Bonus dann, wenn ihr das schaffen solltet. Link zum Instagram-Account oben in der Beschreibung. Ansonsten auch im angepinnten Kommentar oder einfach Flo der Flo auf Instagram folgen, Leute. Dann machen wir die Tage auch ein dickes Gewinnspiel auf Instagram. Freut euch da also drauf. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, schauen wir jetzt rein hier bei News und vielleicht nachher auch noch bei ruhig bleiben. Digga, ich weiß nicht mal mehr, welches Format das ist. Normalerweise, man konnte an den Titeln von Sascha immer noch die Formate erkennen. War es jetzt Kommentare, war es irgendwelche Instagram-Rapper oder war es Dating-Fails oder so. Ich weiß nicht mal mehr, was das jetzt hier ist, Leute. Was erwartet uns? Let's go. Es wird demnächst da draußen einen neuen YouTuber geben, der mit zwei Cams filmt. Der Videos über Supplements macht. Gleichzeitig wahrscheinlich noch ein bisschen Gaming macht. Huch. Und mit den Informationen von Tim Gabels Notizblock hantieren wird. Ach so, stimmt, bei Tim Gabel wurde der Notizblock geklaut einfach. Und bei Nico eine Cam. Ja. Heute kommen mal wieder Nachrichten von mir, eurem Lieblingsnachrichten-YouTuber, direkt nach Herrn Newstime. Ihr habt euch wohl euer Handy. Was macht eigentlich Herr Newstime, frage ich mich. Was macht eigentlich Herr Newstime und Mr. Trashpack? Leben die noch? Ich weiß es nicht. Lieblingsnachrichten-YouTuber direkt nach Herrn Newstime. Ihr habt euch wohl euer Handy. Und wenn diese Zalando-Werbung weiterhin noch kommt, dann raste ich hier komplett aus. Was für eine Zalando-Werbung? Ist das als YouTube-Premium-Nutzer etwa ein Joke, für den ich zu reich bin, um ihn zu verstehen? Ich glaube schon an dieser Stelle. Dieser scheiß Zalando bietet mir so auf die Eier. Fangen wir an mit unserem ersten Gast. Justin hat sich eine neue Uhr gekauft, aber nicht in normaler Qualität, sondern heute in Blockbuster-Qualität. Universal? Okay. Sieht man. Okay, warte, wir lassen das einfach durchlaufen, das ist gut. Das ist gut. Sieht man das? Und was darf natürlich nicht fehlen? Abschließend natürlich nochmal die Frage, ob man das gesehen hat, ne? Okay, ich sehe gar nichts. Mit dem habe ich nicht gerechnet, mit dem dritten habe ich nicht gerechnet, ich schwör's. Ich denk schon. Nö. Und jetzt kommt der Moment, wo Justin uns seine neue Uhr präsentiert. Was hat er denn für eine neue Uhr? Was hat er für eine Uhr? Was hat er sich geholt? Hallo? Das ist eine Richard Mille, oder nicht? Ist das eine Richard Mille? Ich glaube schon. An der Stelle müssen wir leider abbrechen. Keine Diamanten auf der Uhr. Ich kann Justin nicht mehr ernst nehmen. No, I stand. Nachdem ich jetzt bei Justin ein Dislike dagelassen habe, wegen keinen Diamanten. Das ist kein Prank. Machen wir weiter mit unserem nächsten Gast. Und zwar hat Mois ein Video hochgeladen, wo er nicht selber vor der Kamera ist, sondern jemand anderes. Ich fick jeden, der rappt. Ja, warum nicht? Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Könnt ihr mir vielleicht verraten, in den Kommentaren, welches Wort hier gesucht ist? Walla. Ich glaube, es ist tatsächlich... Warte, ich muss einmal reinhören, Leute. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß nicht, Mann. Weiß nicht, ich hätte jetzt auf Mietwohnung getippt, so, aber... Das Wort verstanden habt, lasst es mich auf gar keinen Fall in den Kommentaren wissen. Wir machen weiter mit unserem nächsten Video. Was ist deine Musikrichtung, so wie du sagst, der Künstler? Drake. Und Post Malone. Drake, Post Malone. Zufälligerweise ist der nächste Song von... Oh nein, unangenehm. Nein. Nein. No way. Das ist halt so ein bekanntes Lied sogar von Post Malone, was jeder kennt, der auch nicht Post Malone kennt. Nein. Okay, vielleicht checkt sie es noch. Zufälligerweise ist der nächste Song von...
Unangenehm, Alter, unangenehm. Da gehen Grüße raus, wirklich, da ist auch einfach mal wieder mit dazu. Da gehen Grüße raus an die Kandidatin. Kuss. Aber es geht noch schlimmer. Welcher was? Musiker ist für euch persönlich der größte Star, wo ihr jetzt sagen würdet, boah, richtig geil, dass ich den mal treffe? Justin Timberlake, glaube ich. Und ja, Justin Timberlake auch? Ist schon ultra krass. Justin Timberlake wäre ultra krass anzutreffen. Ich bin gespannt, von wem der nächste Song ist. Wie kann das denn so passieren, hä? Hä? Ich würde doch nur einem Künstler sagen, wo ich weiß, okay, wenn ich in der Show bin, wo es um Songs erraten geht, es wäre ultra peinlich, wenn ich jetzt einen Künstler sage und dann den Song nicht checke. Also würde ich ja nur was Safes sagen. Justin Timberlake, Cry Me a River. Knapp daneben. Wie heißt der Song nochmal? Hab den Künstler noch nicht mehr. Da gehen Grüße raus an... Hä, wie kann das denn passieren? Leute, sagt keine dummen Sachen im Internet, außer ihr heißt Fluderflo und unsympathisch TV. Roman, ich weiß es nicht, er hat den Künstler nicht mehr, aber es wäre schon mal ziemlich krass, Justin Timberlake anzutreffen. Justin Timberlake ist schon ultra krass. Zum Glück hat der andere Zwillingsbruder wenigstens eine Idee, von wem der Song sein könnte. Justin Timberlake, think about it. Und damit bin ich komplett raus, genug Nachrichten für heute. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für mich, Digga. Falls euch die Nachrichten gefallen haben, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt gerne an der Stelle auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video mit Justin Timberlake. Das war ultra krass. Und Post Malone wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Okay. Ich muss sagen, die Videos sind schon einfach ein Genuss immer. Das war ja, okay, News ist geil, Mann. Diese News-Sachen gefallen mir gut, Mann. Boah, das war ganz geil. Am Ende, das hat mich gekillt mit diesem Worldwide-Wohnzimmer-Quatsch, Mann. Holy shit. Okay, Freunde, ich würde sagen, falls ihr die Instagram-Challenge schafft, 10.500, es fehlt nicht mehr viele, ich glaube 100 knapp ungefähr, dann macht das gerne voll. Ansonsten sehen wir uns mit ruhig bleiben und dem nächsten Video von Sascha, denn spätestens, denke ich, am Donnerstag wieder und vielleicht auch schon heute. Ja, bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben, da habt einen freshen, ich starte in die Woche, ist es gar nicht mehr, oder? Es ist Dienstag mittlerweile. Anyway, auf jeden Fall habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.